Willkommen, ich melde mich wieder mal aus Deutschland. Und zwar seht ihr jetzt, was so die letzten 2, 3 Wochen, so ein kleiner Querschnitt, was ich so gemacht habe. Ja, aber die meiste Zeit mache ich einfach Pause, mache nicht viel und jetzt ist Weihnachten und ja. Also dann lassen wir gleich los. Ich begrüße euch nochmal, das habe ich etwa vor 2 Wochen aufgenommen. Okay, dann bis. So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich bin wieder unterwegs. Und zwar bin ich schon im Allgäu. Gestern Nacht habe ich mich über Österreich und die deutsche Grenze geschmuggelt. Nein, es war einfach niemand da. Abend um 8 Uhr war es, glaube ich. Ja, da kann man sich dann ein paar Bürokratien vermutlich ersparen. Ich weiß gar nicht. Wobei, es ist, glaube ich, alles okay. Ja, jetzt bin ich im Allgäu und dann geht es weiter zu einem neuen Freund, einem YouTube-Schauer. Und der hat mich eingeladen. Da werde ich eine Nacht übernachten und da mit ihm Abendessen, gut Abendessen, Wein trinken und ja, das Leben ein bisschen genießen. Hä? Wir werden sehen. Ja, und hier Allgäu, hä? Auch nicht schlecht. So, hier habe ich ja übernachtet. Und dieser freundliche Bauer hat mir das erlaubt. Ganz nett, der Herr. Sind nicht alle so. Am Abend hat er noch Bedenken, ob ich da rauskomme, weil es ziemlich weich ist. Ich habe gesagt, ja, das ist 4x4, komme ich ab von der Sahara. Dann hat er gesagt, ja, dann kommst du schon raus. Aber jetzt ist sowieso gefroren und jetzt schaut mal das an: Eiszapfen. Also die Entlüftung, Wasserentlüftung funktioniert. Hä? So, noch was zu der Energie. Ich komme also gut klar. Ich habe ja kein Gas hier. Ich habe hier nur alles, nur Strom wie im Haus. Und jetzt habe ich ja die Lima dazu geschaltet. Die ist aber sonst immer aus. Aber jetzt ist es halt nötig. Und ihr seht, die hat extrem Power. Also über 100 Ampere kommen da rein. Solar bringt momentan nicht viel. Wunderbar, also damit halte ich mich eigentlich gut über Wasser. Bin jetzt vier, fünf Tage gestanden und das ging. Ich hatte dann noch 50% Batteriekapazität bei sehr schlechtem Wetter, Schneefall und alles Mögliche. Also so kann ich eigentlich diese schlechten Monate, Dezember und Januar, überbrücken dank der Lima. Sonst ist die eigentlich ausgeschaltet. Aber hier im Norden ist es nützlich. Ja, und was auch sehr nützlich ist, ist wirklich die Heizung. Also das Motorwasser vom Motor hat ja viel Wärme und das kann ich nach hinten befördern und hinten heizen während der Fahrt. Das ist wirklich auch sehr nützlich, muss ich sagen. Das ist übrigens der Platz meiner 200. Die Angie ist immer da unten. Einer muss immer zuerst einsteigen. Die liegt dann hier. Da kann eigentlich auch nichts passieren, wenn ich mal vollbremse. Also die bleiben da. Also. Ja, der Winter hat schön zugeschlagen. Minus 4 Grad. In der Nacht wurde es richtig kalt. Ich habe am Morgen die Klima angestellt zum Heizen. Auch die heizt auch immer noch gut. Auch bei minus 4, 5 Grad. Tipptopp. Und jetzt läuft wieder die Warmwasserheizung eben. Ich bin übrigens unterwegs nach Weinstadt, das ist nähe Stuttgart, wo ich eben eingeladen wurde. Da bleibe ich eben eine Nacht und morgen geht es dann weiter. Ja, auch der Winter kann schön sein. Es kommt ein Schneesturm vom Westen her, das heißt, ich muss da bis Mittag sicher da sein. Weil nachher geht es los mit Schneefall.
Ach, wunderschön, da vorne ist sogar schönes Wetter. Vielleicht erwische ich noch ein Stück Sonne, das wäre super. So, ich bin natürlich angekommen da bei meinem Freund und habe gleich unter einem Dach einen super Parkplatz, weil gestern hat es geschneit, als ich angekommen bin. Jetzt ist wieder morgen früh am nächsten Tag und dann habe ich mich lieber unter das Dach gestellt, aber es kam fast kein Schnee. Also hier gibt es fast keinen Schnee und ja, wir haben dann noch gut gegessen, gute Gemeinschaft gehabt gestern Abend, war toll und jetzt, ja, muss ich mich rasieren, ihr seht, ich habe da einen Wärmebartel wachsen lassen, weil es so kalt war bei uns, aber hier geht's und dann geht's weiter. Ja, diese Nacht habe ich die Klima laufen lassen, gleich durchlaufen lassen, habe sie auf 17 Grad eingestellt in der Nacht, weil es nicht mehr so kalt ist, beziehungsweise ich habe genügend Strom und jetzt ist es 24 Grad. Nur mit der Klima, perfekt, also die funktioniert auch, wenn es kalt ist, wunderbar. Ich muss einfach mit der Energie natürlich aufpassen, aber solange ich fahre, habe ich genügend, weil die Klima echt eine gute Leistung hat. So, wieder mal etwas Technisches. Ich habe Reifen bestellt, ich mache jetzt mal größere Räder hin und die sind jetzt schon da und die habe ich in die Heckgarage reingestellt, hat sogar Platz. Und hier sind sie, jetzt kommen neu, das sind Petras, genau, ich habe schon mal gekauft, beim letzten war ich allerdings nicht diese Größe. Und ihr seht, 2,85, 70, 19,5. Die Felgen gehe ich jetzt dann holen in Holland und danach habe ich die Teile drauf, habe ich auch schön hier drin verstaut, die Hälfte. Der Garage ist sogar noch frei, hat also Platz, tipptopp. Ja, und des Weiteren bin ich die Batterie am Ballassieren. Ich habe ja mal einen Ballasser gekauft, das war der. Der war fest montiert. Der hat aber einen Nachteil, dass er immer ballassiert. Also auch wenn die Zellen halb geladen, 80% geladen und das gibt dann wieder eine Disbalance. Also man sollte die Zellen erst ab ungefähr 3,4, 3,45 ballassieren. Unterhalb macht das keinen Sinn. Und der ballassiert einfach immer. Man müsste ihn einfach ausstecken. Deswegen habe ich jetzt einen zweiten gekauft in der Annahme. Ich habe den bereits montiert, das schwarze Teil da oben. In der Annahme, da kommen die Kabel vom Ballasser dann auf diese Sicherungsleiste, das ist eigentlich nur da zum Ballassieren. Ja, und das Gute, man hat da eine Software. Und zwar sieht man hier die einzelne Zellspannung. Dann sieht man hier rot die höchste Zelle. Die ist jetzt gerade geändert vom 5 auf 8. Und die tiefste ist die 6. Und jetzt wird die gespeicherte Energie von der höchsten Zelle zur kleinsten Zelle rüber transformiert und das sieht man hier am Strom, und zwar der Ballaster hat den Vorteil, dass er immer diese 4 Ampere liefert. Er stellt dann kurz ab, misst die Zelle nochmal nach und wenn ihr seht, sie ist zu tief, dann schickt er gleich wieder 4 Ampere rüber. Dadurch geht es natürlich schneller, weil der andere Ballaster, je weniger Differenz die Zellen haben, umso kleiner ist der Strom und dann kann das richtig dauern. Jetzt sind momentan beide dran, das schadet nichts. Und ihr seht, ich habe jetzt noch einen Drift, ich bin gerade dran von 0,146 Volt, also 146 Millivolt. Dann hier seht ihr die Spannung, 28 knapp, 0,8. Ja, alles ist angegeben.
Jetzt lasse ich den laufen. Das geht natürlich mehrere Stunden, Tage vermutlich sogar, bis die Disbalance wirklich klein ist. Ja, dieser Blaser, leider dachte ich, man könnte da hier bei Setting, dass er da bei 3,4 einschläft, tut er aber nicht. Dann schaltet er sich ein und dann bleibt er einfach. Ja, das heißt, ich muss den dann wieder selber abschalten. Also er schaltet dann schon irgendwann ab, aber eben. Muss ich noch testen. Ich habe den über den Victron BMV Batteriecomputer geschaltet, damit er abstellt. Das Problem ist, wenn er wieder anstellt, dann ist hier rein deaktiviert. Das heißt, ich muss ihn noch zusätzlich von Hand aktivieren, weil ich ballassen will. Wobei das neue Gerät von dieser Firma, das ist der NEEY Ballaser, nennt man den, gibt es bei den Chinesen, bei ja, diesen Händlern da, wie heißt da, vergessen. Ja, ihr wisst schon, all diese Händler, da kann man die kaufen. Und, warte, ich habe es da glaube ich per Mail, ich habe denen nämlich geschrieben. AliExpress, genau. Ja, der Seller ist da nicht drauf. Aber bei AliExpress kann man den kaufen. Jawohl. So. Ja, jetzt lasse ich das laufen. Ich bin eben gerade am Netz da, ausnahmsweise mit dem Labornetzteil. Die Spannung hier stimmt nicht ganz überein mit der effektiven Spannung. Ist ein billiges Gerät. Es ist also bei knapp 28,8. Jetzt lasse ich es da mal entweichen. Ja. Genau. Wetter ist ja schlecht, kaum Sonne. Also hier ist das, wenn man länger steht, wird das ein Problem mit gasfrei. Jetzt drehe ich die Kamera schnell. Genau, das wollte ich noch sagen. Also hier im Norden, wenn ich jetzt da 2 Wochen stehen will, ohne zu fahren, dann bei diesem Wetter, weil hier ist immer Nebel, ich bin nahe in Nürnberg, dann ja, komme ich nicht weit, weil jetzt kommt fast nichts rein von der Solaranlage. Wenn ich aber fahre, so sagen wir alle 4, 5, 6 Tage, dann geht das, weil die Lichtmaschine lädt relativ viel, also 100 Ampere bei 24 Volt, 2500 Watt, das ist viel. In 7 Stunden wäre die komplett leere Batterie wieder voll, dann funktioniert es. Und ich bin ja sowieso ein Fahrender. Also es geht noch, aber jetzt bin ich länger am Netz, um eben die Batterien zu ballassieren. Das müsste ich sonst im Süden machen. Aber hier kann ich sie wenigstens durchschalten. So. Ja, danach kommen diese Räder hin. Ihr seht, die Garage hat richtig Platz. Das ist gut, das wollte ich auch. Tipptopp, die Räder sind zwar draußen, die lasse ich jetzt hier und fahre dann wieder zurück. Jawohl, da hätten sogar noch mal 4 Platz, 8 Stück, das ist Wahnsinn. So Leute, ich bin endlich mal wieder unterwegs nach Amsterdam. Und zwar eben um die Felgen abzuholen und die Reifen da drauf montieren zu lassen. Mal schauen, wie weit ich da komme und wie das dann so geht. Ja, aber zuerst besuchen wir noch einen Freund, den wir schon mal auf Video gesehen haben, beziehungsweise sein Fahrzeug mit seinem Vario und der Sebastian. Da sind wir, fahren wir eigentlich praktisch an ihm vorbei und deswegen werden wir schnell da vorbeischauen. So, den Sebastian habe ich jetzt bereits schon besucht und bin dann weitergefahren. Und jetzt bin ich dann gleich in Amsterdam. Und jetzt gibt es dann morgen vermutlich die größeren Räder. Und jetzt schauen wir mal die Drehzahl an. Also 1700 Umdrehungen und dann fahre ich ungefähr
So, ich bin jetzt bei Gabo. Ich habe hier übernachtet vor dem Vorplatz. Und jetzt kommen die Felgen hinten rein. Dann gehe ich die montieren. Die machen mir jetzt aber noch ein zweites Ventilloch. Auf Wunsch für meinen Druckgeber. Vereinfacht alles ein bisschen. Das machen sie da an der Maschine. So sieht es aus hier drin. Wahnsinn. Ja, das sind die Felgenspezialisten. Da habe ich nicht so viel Ahnung. Aber die schweißen die offensichtlich zusammen. So, jetzt bin ich bereits zur nächsten Firma gefahren, Euromaster, weil die montieren hier meine Reifen. Kosten zwar fast 200 Euro. Gegen Tunesien ist das Wahnsinn. Da habe ich ja fast nichts bezahlt. Aber ja, noch, wir sind in Holland und jetzt kostet es halt so viel. Ja, und das, der Mann macht das. Und später habe ich dann die drauf. Die sind schon viel größer. Mussten sicher noch die Stoßstange da ein bisschen abflexen. Die untere Ecke, den Kotflügellappen hinten mal hochbinden und dann mal schauen, was noch zu tun gibt. So ist das. Ja gut, jetzt gehe ich mal frühstücken. Alles montiert. Sieht viel besser aus. Viel besser. Viel besser. He? Amsterdam. Kurzer Abstecher nach Amsterdam. Hausboote. Also wie der da wieder rauskommt, ist mir ein Rätsel. Hier sogar noch ein Fußballfeld auf dem Schiff. So, der nächste Kanal. Wahnsinn. Hier sieht man mal ein altes Haus, wie das von innen renoviert wird. Wahnsinn, hä? Komische Häuser haben die da, hä? So, jetzt geht's wieder raus aus Amsterdam und fahre jetzt zum ersten Mal wieder meine 82 Stundenkilometer nach Nami. Gar nicht, doch da, etwa 82 und die Umdrehung ist jetzt genau 100 weniger, noch bei 1600. Der Tacho, der stimmt jetzt natürlich nicht, der gibt jetzt noch etwa 78 an, den muss ich dann noch reichen lassen. Aber so weit, so gut, 100 Umdrehungen weniger bei gleicher Geschwindigkeit, das ist das Fazit. Ach ja, da ist AdBlue fertig. Fast fertig, dann fängt es da immer an zu blinken, aber es hält relativ lange. Jetzt schaut euch das an. Wir wurden eingeladen zum Essen von einem Ehepaar mit Kindern und auf dem Weg liegen die, ich sage natürlich nicht wo, weil sonst kommt ihr alle her und wollt auch essen. Ja, jetzt guckt euch das an, was die da alles zubereitet haben. Das ist ja wie ein Festmahl. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet, wenn ich dann mal euch besuchen komme. Okay. Ja, die Nacht hier geschlafen, da wo ich eingeladen wurde und endlich wieder mal Sonne.
Ach, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich vermisse sie richtig, muss ich sagen. Aber hier ist wirklich ein schöner Ausblick. Ich bin da in der Nähe von der A4. Wielen oder irgend sowas heißt. Wieler. Naja. Oh, ist das schön. So, die Räder sind größer, deswegen muss man da die Stoßstange wegschleifen. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Hier auch die Ecke. Und nur so kleine Stücke. Hier sieht man das. Ja, das reicht dann. Das Ganze auf beiden Seiten. Damit das Rad da nicht drankommt, jetzt sollte es passen. Und sieht schon viel besser aus. He? Wobei ich doch sehr lange überlegt habe, ob ich das machen soll. Und mich mit einem Freund beraten, ob ich diese Kamera überhaupt brauchen kann. Und der hat dann gesagt, ja, dann nimm lieber die. Und jetzt haben sie mir beide geschickt, ja, umso besser. Und ich brauchte sowieso eine Kamera längerfristig. Und die kann ich jetzt an die Windschutzscheibe kleben, die ihr vorher gesehen habt. Und dann kann ich per Handy die ansteuern. Das ist wirklich echt toll. Und perfekt eigentlich. Und über die andere Kamera, die kenne ich noch nicht. Das ist eben eine 360-Grad-Kamera. Die werde ich vermutlich nicht groß gebrauchen, wenn es... Ja, ich sehe es dann. Weil diese Kamera hier hat diese Option auch. Aber über die andere werde ich dann separat ein Video machen und meine Verpflichtungen wahrnehmen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich mache das auch zum ersten Mal. Auch zum ersten Mal hat mir eine Firma sowas geschenkt sozusagen. Ja, das ist offenbar bei den YouTubern, die da ein bisschen bekannter sind, gang und gäbe. Ich bin ja nicht allzu groß und ja, jetzt hat mich halt mal einer entdeckt, ja, wie auch immer. Aber es müssen, also ich mache das generell eigentlich nicht groß. Es müssen natürlich Dinge sein, die ich dann auch gebrauchen kann, die, oder hinter denen ich stehen kann, wie die ich toll finde, gut finde. Sonst macht das keinen Sinn bei mir. Ja, ihr kennt mich ja. Ja, den Reifen, ich habe jetzt Einzelbereifung umgemodelt. Er fährt sich natürlich jetzt hinten nicht mehr so schön spurtreu, wie er das bei Doppelbereifung gemacht hat, aber das wusste ich, das nehme ich auch in Kauf. Es geht, also es ist nicht allzu schlimm. Ich hatte natürlich hinten auch jetzt ein bisschen viel Gewicht. Es sind noch die 6 Reifen hinten drin und dadurch ist er natürlich noch ein bisschen hecklastiger und dann schlingert er ein bisschen mehr wie sonst. Die kommen dann aber raus. Die kann ich in der Schweiz bei jemandem abliefern und da deponieren. Aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden. Tja, weil es sieht halt schon viel besser aus. Es ist proportional zum Fahrzeug. Ich meine, ist es sowieso extra groß. Macht das natürlich schon fürs Auge vor allem auch was aus. Wie er im Sand dann ist, werde ich sehen. Vorne sicher besser. Hinten, ja, habe ich natürlich jetzt ein bisschen weniger Aufladefläche, schätze ich. Dafür ist der Umfang größer. Das müsste ich dann testen mal. Aber wer weiß, wenn ich das nächste Mal wieder im Sand fahre. An und für sich, ja, bin ich zufrieden. Ich habe 19,5 Zoll Felgen und das wegen dem. Es gibt ja auch 20 Zoll mit Springfelgen. Geht bei mir nicht wegen der Reifentraglast. Ich brauche hinten eine Reifentraglast von 2,8 Tonnen und das gibt es bei 20 Zoll nicht, habe ich nirgends gefunden. Deswegen 19,5 Zoll, vom Umfang her sind die etwa ähnlich. Und jetzt habe ich natürlich Reifen gefunden mit dieser Traglast. Oder? Das muss ja verhalten, weil ich komme ja sicher an diese 7,5 Tonnen und ich will ja da nicht falsche Reifen drauf haben und dann einen Platzer in Kauf nehmen. Ja, das zudem. Ja, ansonsten werde ich jetzt da noch hier bleiben in Deutschland, im kalten, nassen Deutschland. Aber ich habe schon wieder Sehnsucht. Also dann spätestens Anfangs Januar werde ich dann nach Spanien reisen, wie schon angekündigt. Und ich freue mich wieder auf Sonne, Wärme und ja.
Und spätestens dann werdet ihr wieder von mir hören. Ja, schön, wart ihr wieder dabei, mein altbekannter Spruch. Und ja, ich freue mich jedes Mal, auch wenn ihr Kommentare schreibt. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute, gute Weihnachten, gutes neues Jahr. Und ich denke, wir sehen uns das nächste Mal im Januar wieder. Okay, dann Daumen hoch.